Ich befinde mich auch heute wieder bei der Robert-Walser-Skulptur hier in Biel. Und heute soll es mal nicht um Thomas Hirschhorn gehen, sondern ich habe mit R. gesprochen. Er arbeitet hier bei der Gassenarbeit Biel. Und was er zu sagen hat, was er über Robert Walser und über Thomas Hirschhorn denkt, das hört ihr in diesem Video. Also Leute, bleibt dran. Ha, cool. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem neuen Video. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, aber noch einmal kurz. Robert Walser war ein begeisterter Spaziergänger und Wanderer und deshalb finde ich, hat auf meinem Kanal Robert Walser auch ein Plätzchen verdient. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit R. Also, R. Du willst nicht vor Kamera. Erzähl mir einfach, was Gassenarbeit hier macht. Was ist euer Job da an dieser Skulptur von Robert Walser? Genau die gleiche. Wie wir sonst mit Gassenarbeit haben, nur dass wir jetzt hierher gezügelt haben, ja. Weil Thomas hier schon uns angefragt hat, wie das Deutsch alle im Jahr. Ja, das Deutsch ist angefragt worden, aber sie haben abgelehnt, ja. Leider zu meinem Bedauern. Es wäre nämlich eine super Chance gewesen für unseren Verein. Und wir haben es gemacht, weil unsere im Vorstand das Gefühl hatten, oder das Gefühl hatten, dass es eine gute Werbung gibt. Ich finde, es gibt gute Werbung, weil viel mehr Leute kommen hierher. Und wir machen genau das Gleiche. Wir helfen den Leuten, die auf der Strasse sind, die ein Problem haben mit Wohnungen suchen, mit schriftlichen Sachen, mit all diesen Sachen, mit Kleidern, mit Lebensmitteln und ja, mit solchen Sachen, die wir die Leute unterstützen. Und für das sind wir jetzt eigentlich alle hier. Ja. Also wenn ich jetzt komme und sage, hey, ich weiss jetzt nicht, wo ich soll pfusen, ich habe die 5 Stutz nicht für die Notschleife, könntest du mir helfen oder könntet ihr mir helfen? Ja, ich nehme an, dass sie dir helfen können. Und vor allem die 5 Steine länger, glaube ich, nicht einmal mehr für die Notschlafstelle. Die kostet 7, bis wir 10, nein! 7. Ja, dann kannst du ja gerade ins Hotel. Nein, nein, das lange doch nicht. Also. Gutscheine rausgeben für die Gassenküche, dass du etwas essen kannst, weißt, wenn es dir wirklich schlecht geht. Und so. Ja, ja. Solche Sachen haben wir dann schon auch. Ja. Ja. Okay. Kleider und so, hast du gesehen, oder? Ja, schaue ich gerade. Ja. Aber wenn ich jetzt als armer Säckel komme und sage, hey, hättest du mir nicht einen Kaffee, bist du so lieb? Dann bekommst du gerade sofort einen Kaffee, wenn du einen willst, auf jeden Fall. Wollte ich gerne. Ja, okay. Also, in dieser Zeit schaue ich heute auf die Kleider und dass du nicht mit dem Face in der Kamera bist. Der Zucker ist auf der ersten, gell? Super. Und du hast mir vorher gesagt, 3-mal in der Woche bist du da hier. Ja. Macht es dir Spass? Oder hast du das Gefühl, hey, wir sind da hier so ausgestellte Idioten oder Hirschhorn profitiert von uns und wir haben nichts davon? Nein, jetzt ist es cool, jetzt ist es gut, ja. Wie war am Anfang das Gefühl? Am Anfang war es ein bisschen mulmig, weil wir nicht wussten, wie es kommt. Weißt du, wie wir angenommen werden und eben, ob wir überfahren werden oder wie das kommt. Aber mittlerweile, wow, es ist angekommen, ja. Wie ist der Hirschhorn so als Mensch? Weil, also weißt du, für mich von außen, der Hirschhorn wird in der Schweiz mega krass kontrovers diskutiert. Wie hast du diesen Menschen kennengelernt? Ganz cool. Immer kommt immer fragen, wie es tut. Und ist von morgen um 10 Uhr bis am Abend um 10 Uhr ist er jeden Tag hier. Ja, du hockst doch auch ab. Ich schaue schon, dass du nicht im Bild bist. Ja, nicht, dass du da noch blöd im Zeug rumstehst am Ende, oder? Ist da, gell? Und Milch. Ja. Und also ich frage jetzt einfach ganz provokativ. Kann nicht jeder so ein Sofa da mit ein bisschen Kleppband einkleben und das dann Kunst nennen, oder? Anders gefragt, was macht das da für dich zu Kunst? Ist das überhaupt Kunst für dich? Ja, eben, über Kunst kann man stürmen. Für mich ist, ich darf es nicht sagen, also Kunst ist das,
Kunst ist das nicht, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine Sache, weil die Sofa gerne draussen stehen, weißt, dass man die ein bisschen einpackt. Dass, ja. Oder lieber, wenn sie so stoffige und so, wenn gerne die Leute offen hocken, wird das grusig und schmuddelig. Vielleicht ist das wegen dem, dass sie so eingepackt hat. Und ich habe ja gesehen, das hat jetzt Amerika bei seiner Ausstellung auch schon so gemacht. Ich glaube, das macht er überall so. Er hat mich auch, das, ja. Was ich gesehen habe. Ja. Und ja, mit, ja. Genau mit diesem billigen, scheissigen Kleppband. Ja. Das ist ja das billigste, ja, ja. Kleppband, das es, ja. Überall gibt. Wie die Baumaterialien sind ja auch Sperrnholzplatten. Ja, Palette, 15.800, ja, ja. Palette sind da drunter. Also, so wie ich verstanden habe, ich habe ja auch schon mit dem Thomas diskutieren. Du weißt, er war bei uns im Ditsch, hat das Projekt vorgestellt und dort habe ich viel mit ihm geschwätzt. Und auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich war zweimal, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bei der Fieldwork, also bei der Vorbereitung der Ausstellung. Und so wie ich das verstanden habe, tut Thomas eben sehr gerne bewusst mit möglichst billigen Materialien arbeiten, weil der Wert nicht aus Material soll entstehen, sondern aus den Gedanken, die die Leute nachher dabei die Leute haben. Ja. Würdest du das auch so sehen? Nein, ich könnte zu wenig mitreden, weil ich bei der Vorbereitung bin ich gar nicht dabei gewesen. Nein, aber vom Gefühl her, also weißt, wenn du jetzt da das Ganze anschaust, ja, es ist halt eben, das ist sein Stil auch, oder? Ich nehme das so an, der hat das so wollen, das ist sein Stil so. Und ich glaube, die Leute, die schauen können, haben das aufgenommen und machen sich ihre eigenen Gedanken über das. Ja, los, R-Punkt. Eine letzte Frage. Ist das hier Geldverschwendung oder nicht? Das weiß ich nicht. Du bist das Geldverschwendung. Wie siehst du es so? Ist es in deinen Augen oder ist es nicht? Nein, ich glaube es nicht. Nein, ich denke es nicht, dass das Geldverschwendung ist. Es ist gut angenommen worden. Und was nachher, das wäre noch interessant zu wissen, was nachher passiert mit den Materialien, die jetzt hier verbaut wurden. Ja? Ja. Vielleicht können wir es dann beurteilen. Ich denke, die Palette sind gemietet, die gehen auch wieder an die Spediteure und wieder in Kreislauf reichen. Die Holzplatten. Pfosten alle hier. Ja. Das ist, ich glaube, das ist das, was mehr Geld gekostet hat. Das pfostenlige Zeug und ja. Palette und nicht hier die billigen Platten. Aber, ja. 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 Aber jetzt unter dem Strich, du findest es geil hier. Ich bin zufrieden hier, ja. Sicher, mach mal. Cool. Hey, Punkt, danke dir für das Gespräch, ich fand es mega lässig. Mehr fällt mir heute auch nicht mehr ein, außer Daumen nach oben, die sind toll, die nach unten, ihr wisst es, die mag ich nicht so gerne. Aber wenn ihr das Video scheiße fandet und bis zum Schluss geguckt habt, dann gebt ihr einen Daumen runter, das ist okay. Was ich noch sagen wollte, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier findet ihr die Playlist mit allen anderen Robert Walser und Thomas Hirschhorn Videos. Und hier findet ihr ein Video von dem YouTube-Denk, dass es euch gefallen könnte. Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.